Hi! Ich wusste gar nicht, dass du so sensibel bist. Dann lass uns die Nervenzellen mit einer tollen neuen Zusammenstellung regenerieren. In seiner Freizeit interessiert er sich sicher für Basketball. Ähnliche Verpackungsdesigns in Supermärkten sind oft verwirrend. Das ist aber ein ganz besonderer Fall. Kein Diebstahl, nur ein fairer Tausch. Wenn das Budget des Films das Parfum etwa 2 Dollar betragen würde. Er lebt in einem Universum, in dem es noch keine Rückspiegel gibt. Und hier ist seine Nachbarin. Ich bin kein Experte für den Bau von Tankstellen. Doch das war bestimmt nicht Teil des Plans. Thank you.
Haben wir Experten für das Übernatürliche unter uns? Wie heißt die Kreatur in diesem Video? Jetzt werden wir sehen, wie Verkehrskegel auf die Welt kommen. Wow! Vergiss nicht, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn du den Trick gelöst hast. Wie dieser Trick hier funktioniert, möchten wir gar nicht erst wissen. Das ist noch schlimmer als die Phobie eines Kindes, sich im Supermarkt zu verlaufen. So here's Theo. There is Clara. Here comes Magda. Takes it back. And Theo's defense is to give her a kiss. Now Clara comes, and we'll see the moment that Theo realizes what he's just done. Stop kissing everyone on the mats! Okay, it's really icy out here, be Ein schwerer Verkehrsunfall, dachte ich. Doch wie es sich später herausstellte, war es nur eine sanfte Massage mit Holzstöcken. Ein Smart Home kann sogar alleine umziehen. Schließlich können Testflüge ja nicht immer erfolgreich enden. Thank you.
Beschuldige sie nicht vorschnell des Falschparkens, ohne die Hintergründe zu kennen. Dieser arme Mann konnte die 20.000 Yuan nie wieder mehr sehen. Zum Glück fuhr hinter ihm diese Frau. Dieser Typ hat ein Talent dafür, unangenehme Situationen zu seinem Vorteil zu nutzen. Dieses Video sollten Gamer lieber niemanden zeigen. Während eines Spiels wählte dieser Typ versehentlich die 911 und die Polizei ließ nicht lange auf sich warten. Auf den ersten Blick scheint es ein Video über eine Frau zu sein, die versucht hat, etwas zu stehlen. In Wirklichkeit geht es aber um Glastüren. Oh,